Redemittelsammlung, kaufen und bezahlen. Diese Redemittel sind sowohl für zum Beispiel ein Verkaufsgespräch als auch für das Kaufen von Tickets an einem Ticketschalter oder Eintrittskarten zu gebrauchen. Teil 1. Das Gespräch beginnen. Der Verkäufer begrüßt seinen Kunden zum Beispiel mit Hello, Hallo, Hello, Good Morning, Guten Morgen, Good Afternoon, Guten Tag. Man könnte den Gast auch willkommen heißen oder den Kunden. Welcome to my garage sale. Willkommen auf meinem privaten Flohmarkt. Welcome to my garage sale. Oder zum Beispiel an einem Eintrittskartenschalter. Welcome to the museum. Willkommen im Museum. Welcome to the museum. Oder man könnte direkt Hilfe anbieten. How can I help you? Wie kann ich Ihnen helfen? How can I help you? Der Käufer oder Kunde könnte sich vorstellen mit Hello, my name is. Das macht aber natürlich nur Sinn, wenn ihr euren Namen sagen wollt. Am Museum sage ich in der Regel nicht, wie ich heiße. Good morning, good afternoon. Oder wenn ihr den Verkäufer bei irgendwas unterbrecht oder theoretisch unterbrecht, excuse me und dann eine Frage. Excuse me, Entschuldigung, excuse me. I need, ich brauche. Do you have any books? Haben Sie Bücher? Do you have any? I want to buy a book. Ich möchte ein Buch kaufen. I want to buy. I want to buy some books. Ich möchte einige Bücher kaufen. I want to buy some books. Oder eben, wenn es um Eintrittskarten geht. I want to visit the museum. We want to visit the museum. I want to watch, beliebiger Filmtitel hier. We want to watch, das wäre dann zum Beispiel an der Kinokasse. Dann könnte der Verkäufer wiederum sagen, was es alles zu verkaufen gibt oder was es für Vorführungen gibt. I have English books, novels, was auch immer. There are für mehrere Dinge oder there is, es gibt für einen Gegenstand. There is a nice book over here. Hier wäre zum Beispiel ein schönes Buch. We are two adults and two children. Das würde man jetzt wiederum eher am Eintrittskartenschalter sagen. We are adults and children. Wir sind so und so viele Erwachsene und so viele Kinder. Teil 2. Über den Preis sprechen. Wir fragen nach dem Preis mit How much is? How much is the book? Was kostet das Buch? Plural. How much are the books? Wie viel kosten die Bücher? How much is? How much are? Antwort wäre It's £5. Oder wenn es mir betonen möchten, dass es günstig ist, It's only £5. Oder It's only 50p. Oder wenn wir zum Beispiel mehrere Bücher haben, They are 50p each. They are £1 each. Jedes davon kostet 1 Pfund oder 50 Pence. They are £10. Dann würden wir sie alle zusammen für 10 Pfund kaufen. Jetzt müssen wir den Preis einordnen. That's okay. Der Preis ist in Ordnung. That's a lot. Das ist aber viel. That's expensive. Das ist teuer. In einem Flohmarkt wird man tendenziell immer sagen, dass es teuer ist und an den Preis runterhandeln, aber das ist jetzt wieder Lebenspraxis, kein Wortschatz. Der Verkäufer könnte jetzt gegenargumentieren und sagen, It's a special offer. Das ist ein Sonderangebot. A special offer. Ein Sonderangebot. It's good value. Das ist sein Geld wert. Oder das ist gut für das Geld. It isn't expensive. Das ist nicht teuer. Na, wir haben beim Käufer That's expensive. Und beim Verkäufer That isn't
expensive, einfach die Verneinung. Oder natürlich, wir können uns auch als Käufer einfach so ein bisschen einschränken, indem wir sagen, I only have 5 pounds. Vielleicht sagt er dann, na gut, die 30 Pence am Ende schenke ich dir. Am Flohmarkt, nicht im Kino. Are there special prices for children? Wäre dagegen die einzige Art, bei einer Eintrittskartenkasse zu verhandeln. Vielleicht gibt es ja ermäßigte Eintrittspreise. Are there, gibt es, special prices, besondere, spezielle Preise for children? Special reicht hier als Beschreibung. Wir müssen nicht günstiger sagen. Dass ich nichts Teureres bezahlen möchte, ist ja klar. Teil 3. Bezahlen und verabschieden. Jetzt haben wir also über den Preis gesprochen. Jetzt wird die Kaufentscheidung gefällt. Der Käufer sagt zum Beispiel, I'll take it, das nehme ich. I'll take the book and the pen and the T-shirt, please. Mit and können wir mehrere Sachen aufzählen, dann muss der Verkäufer natürlich die Preise zusammenrechnen. I'll take it, I'll take and please. Jetzt kommt der Gesamtpreis. That's 15 pound 50, please. Das sind dann bitte insgesamt 15 Pfund 50 Pence. Here you are. Das sagt der Käufer, wenn er das Geld überreicht, aber auch der Verkäufer, wenn er einem die Ware dann überreicht. Here are your tickets. Hier sind Ihre Eintrittskarten. Here are your tickets. Oder auch, here is your change. Hier ist dein Wechselgeld. Here is your change. Aber here you are, geht immer. Dann könnte man noch fragen, do you need a bag? Gut, Plastiktüten sind inzwischen kostenpflichtig, aber vielleicht gibt es Papiertaschen. Do you need a map? Brauchen Sie vielleicht eine Karte, zum Beispiel vom Gelände? Do you need a brochure? Brauchen Sie eine Broschüre, ein Programmheftchen? Do you need directions? Directions ist eine Wegbeschreibung. Do you need directions heißt also, soll ich Ihnen den Weg zeigen? Und nicht vergessen, thank you. Vielen Dank.